Hallo und herzlich willkommen bei Part 5 mittlerweile schon. Ja, wir stehen hier vor unserem Hüterausbilder Robert Säumer und machen uns jetzt auf den Weg, die verschiedenen Aufgaben, die wir schon beim letzten Mal angenommen haben, zu lösen. Ja, dafür nehmen wir vorher aber noch die Postaufgabe an, die ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt habe. Komischerweise, immer wenn wir spielen, ist Nacht. Naja, was auch immer das zu heißen mag, wir sind mittlerweile schon bei Abend immerhin. Das heißt, wir werden in dieser halben Stunde wahrscheinlich den Morgen nicht mehr mitbekommen. Das ist durchaus schade. Der sieht nämlich im Spiel auch immer sehr, sehr schön aus. Ja, hier, Postmeister Stolzfuß. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Post für Wegscheid. Wenn der gute Ruf des Postschnelldienst wiederhergestellt werden soll, müsst ihr mir einfach bei meinen Lieferungen helfen. Auf dem Tisch da ist eine Tasche, die so schnell wie möglich zu Briefträger Zwiefuß in Wegscheid gebracht werden muss. Würde es euch etwas ausmachen, sie ihm zu bringen? Briefträger Zwiefuß ist nordwestlich der Kreuzung in Wegscheid. Und bitte keine Trödelei. Die letzten Monate waren eine schwere Zeit für den Postschnelldienst. Wir müssen uns doppelt bemühen und unsere Probleme halbieren. Die Post muss nicht nur pünktlich, sondern sogar vor dem erwarteten Zeitpunkt zugestellt werden. Lasst euch bei eurer Arbeit nicht von neugierigen Hobbits stören und passt auf, dass die Tasche nicht nass wird. Sonst verläuft die Tinte, womit niemandem gedient ist. Joa. Das kann ich durchaus verstehen. So, dann nehmen wir uns mal die Tasche und machen uns dann auf den Weg. Wie gesagt, unten läuft hier ein Timer ab, aber wir haben dafür 120% mehr Laufgeschwindigkeit und wir müssen jetzt hier drauf achten, dass uns dieser Hobbit da nicht sieht. Und deswegen laufen wir hier lang, weil da unten überwacht er ja den Weg und würde uns sonst unsere Post abnehmen, in der Hoffnung, dass ein Brief für ihn dabei ist. So, deswegen laufen wir jetzt ein paar Abkürzungen und irgendwelche ja, wütenden Keiler und sonstiges lassen wir jetzt auch links liegen. Ja, mecker du nur. Und dann sind wir auch schon fast da, aber wir dürfen jetzt hier nicht nach unten gehen, weil dort wird der Weg auch überwacht, sondern gehen hier oben lang und dann schräg nach unten. Nee, Quatsch, wo wollen wir denn hin? Da ist doch die Post. Beinahe schon zu weit gelaufen. So, geschafft, ohne dass wir erwischt wurden. Und dann, ja, der würde uns jetzt die Darf Aufgabe ich euch einen geben, Moment eurer Zeit stehlen? nach Nadelhol zu gehen. Das ist hier oben, aber da wollen wir noch gar nicht hin. Wir sprechen jetzt erstmal mit Dora Braunlock, zu der wir ja hier geschickt wurden. Es ist schrecklich, einfach schrecklich. Sorge um Wegscheid. Peony hat euch gesandt, um mir zu helfen, Dudaka. Sie ist wirklich eine freundliche Seele und eine gute Freundin. Ich bin froh, dass ihr mir helfen wollt. Ja, die Wölfe sind Wegscheid in letzter Zeit gefährlich nahe gekommen und schienen es direkt auf meinen Hof abgesehen zu haben. Ich habe es gerade noch geschafft, nach Wegscheid zu entkommen, ohne dass sie mich bemerkt haben. Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Ach, Dürfte ich Quatsch. vielleicht mit euch sprechen? Ach, ja. Als mich die Wölfe von meinem Hof verjagten, hatte ich nicht genug Zeit, meine Kleinen einzusammeln. Meine armen Lieblinge. Wie bitte? Meine Hühner natürlich. Wenn die Wölfe sie erwischt haben, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich könnte sie retten. Ihr könnt sie retten, Dodaka? Ich weiß, dass ihr es könnt. Folgt der Straße, die den nach Norden aus Wegscheid hinausführt, den Hügel hinauf. Biegt dann auf den ersten Steinpfad zu eurer Rechten ab. An der Kreuzung steht ein Schild, das auf meinen Hof hinweist. Beeilt euch, ihr müsst meine kleinen Lieblinge retten. Ja, dann aufs Pferd und hopp. Ist zwar jetzt nur ein kurzer Weg, aber wir sparen trotzdem dadurch Zeit. Und umso mehr Zeit wir durch sinnloses Reiten sparen, umso mehr Inhalt können wir vom Spiel zeigen. So, hier ist schon ein
Pfeil, Braunlockshof. Und schon sind wir da. Und da ist auch schon der erste Wolf, dem wir uns mal annehmen. Ach, den haben wir immer noch nicht. Jedes Mal das Gleiche. So, Wolfsbezwinger, genau. Hier müssen. Das meinte ich jetzt mit Buch der Taten. Hier kriegen wir jetzt nämlich die Aufgabe, 30 Wölfe zu erledigen und würden dafür 5 Shop-Punkte kriegen. Ist jetzt noch nicht der Renner, aber das wird dann noch mehr. Und wir kriegen den Titel Pilzjäger. Pelzjäger natürlich, nicht Pilzjäger. So, und dann haben wir noch die andere Aufgabe bekommen. Die Höfe des Auenlandes. Findet Dora Braunlocks Hof, das haben wir jetzt schon gemacht. Findet Langfurch, findet Krauthof des alten Odo, den haben wir zwar schon mal gefunden, aber das war noch ja im Intro. Findet Südfelder, findet wie heißt das? Afaltas und findet Platschfußens Felder. Ja, das werden wir alles noch finden und würden dann einen Punkt auf Toleranz bekommen, auf eine Tugend und wieder 5 Shop-Punkte. So gesehen kann man sich das Spiel wirklich auch kostenlos erspielen, wenn man alle Buch der Taten-Aufgaben und alle Aufgaben im Auenland, Irith Luin und allen freigeschalteten anderen Gebieten macht, dann hat man genug Shop-Punkte zusammen, um sich das nächste Gebiet zu kaufen. Und so würde das dann auch weitergehen und wenn man da wieder alles gemacht hat, hat man wieder genug, um sich wieder ein neues zu kaufen und so weiter und so weiter. Ach, ich muss es echt mal lernen. Naja, passt ja trotzdem. Ah, der Rudelführer, den nehmen wir uns auch mal an. Hehe. Können wir auch noch nicht. Kommen wir den denn schon? Ah, den kommen wir schon. Genau. Gelb macht übrigens Schaden über Zeit. Rot ist ja quasi direkter Schaden. Und grün ist dann Heilung. Ja, beziehungsweise blocken erstmal. Und das würde uns aber hier. Ah, ne, macht auch nochmal ein bisschen Schaden. Später gibt es dann Attacken über Grün, die sich dann immer Grün, Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, ist dann quasi Selbstheilung beim Hüter. So, ein Huhn hätten wir. Was haben wir jetzt hier noch bekommen? Ach genau, wir kriegen auch die Aufgabe, bestimmte Attacken des Öfteren auszuführen. Und ja, das macht man dann so nebenbei. Da wir Wölfe sammeln müssen. Jeder Wolf ist uns gerade willkommen. Genau, beim nächsten mache ich das jetzt mal andersrum. Da schreie ich nämlich erst. Wo ist denn noch ein Huhn? Na, wie nah muss ich denn? So. Dann seht ihr hier schon, der kriegt alle paar Sekunden Schaden, ohne dass wir was machen müssen. Und da ist wieder nun. Und damit hätten wir dann 3 zusammen. Das Huhn da oben hätten wir übrigens nicht nehmen können, das war einfach nur Deko. Ja. Damit haben wir ja schon alles zusammen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich bin mir nämlich nicht sicher. War das denn die Kampfoption? War das, glaube ich.
Genau. Damit werden nämlich die Angriffe über meinen Client gemacht und nicht über den Server selber. Also es ist nur visuell. Sieht einfach besser aus, finde ich. Weiß nicht, ob man jetzt einen großen Unterschied bemerken wird. Und aufgrund dessen, dieser Option, fließt das Ganze dann besser ineinander über. Es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ach, wieso? Wir haben doch die Hühner dabei. Ihr habt meine Hühner gerettet. Ich danke euch von Herzen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn die Wölfe meiner lieben Rosi oder meinem Schatz Schorschi oder meiner süßen Dotti etwas getan hätten. Irgendjemand muss etwas gegen die Wölfe unternehmen. Und ich glaube, dieser jemand seid ihr, Dodaka. Na toll. Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Dürfte ich vielleicht mit euch sprechen? Wir haben es auch nicht anders erwartet. Ja. Was haben die denn immer so viel Text, sag mal. Ich kann erst dann beruhigt nach Hause zurückkehren, wenn ich weiß, dass die Wölfe endgültig verschwunden sind. Was wäre, wenn sie meine Lieblinge noch einmal angreifen würden? Ihr habt meine Hühner so tapfer verteidigt. Ich bin sicher, ihr könnt etwas gegen die Wölfe unternehmen. Diese schrecklichen Bestien, die meinen Hof angegriffen haben, kamen aus dem Norden. Irgendwo dort in den Bergen, nördlich von meinem Hof, muss ein Wolfsbau sein. Oh, bitte beeilt euch. Ich möchte gerne nach Hause zurück. Ja, dann... Beeilung heißt immer Pferd rufen. Ja. Was gibt es noch zu erzählen über das Auenland? Bevor wir hier aber noch am... Ne, sind wir noch nicht. Es gibt hier oben in Evendeben gibt es auch nochmal einen Teil des Auenlandes, der nämlich noch dazu zählt, die Bullenrassler Wiese und alles. Das ist sehr interessant, weil normalerweise denkt man ja, das hier ist alles Auenland, das da oben Evendeben. Aber... dieser kleine Part zählt auch noch zum Auenland dazu. So, da ist doch schon der erste Wolf wieder. Huch. Sah jetzt sehr lustig aus. Und ihr könnt mir ja mal berichten, ob euch jetzt ein Unterschied zwischen den Animationen aufgefallen ist. Zu vorher oder nicht. Ich sehe nämlich nicht so viel Unterschied. Naja, doch, er kämpft ein wenig schneller, habe ich den Eindruck. Aber viel ist es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. So, mal gucken, ob das Sprichwort auch auf Wölfe zutrifft. Schlafende Wölfe soll man nicht wecken, oder wie heißt das? Ja, so wie es aussieht schon. Ach, Mist, den haben wir doch gar nicht. Noch zwei und dann sind wir auch schon fertig. Mit der Aufgabe hier. Aber noch nicht mit der Aufgabenreihe. Die geht nämlich noch einen kleinen Ticken weiter. Zurück.
Was auch sehr schön ist, man kann sich im Shop sogar Boosts kaufen für die Pferde. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich die finde. Ich meine hier. Ne, da gibt es nur die Pferde. Oh, stehen geblieben. Das wollten wir gar nicht. Gucken wir dann nochmal. Da gibt es nämlich Boosts, womit wir bestimmt auch nochmal 20% oder so schneller reiten. Damit wären wir dann noch schneller unterwegs. Das demonstriere ich gleich mal. Es tut mir leid, ich war in Gedanken ganz woanders. Ja, hab Dank für eure Hilfe, Dodaka. Nachdem ihr den Leitwolf getötet habt, brauchen wir das Wolfsrudel nicht länger zu fürchten. Wie bitte? Ihr habt den Leitwolf nicht im Wolfsbau gefunden? Er ist kein gewöhnlicher Leitwolf. Dessen könnt ihr sicher sein. Der wirkliche Leitwolf muss sich irgendwo versteckt haben. Solange wir diesen Leitwolf nicht zu fassen bekommen, wird niemand in dieser Gegend sicher sein. Komischer Satz damit. So, Braunlocks Streitkolben. Ich hab lieber Speere, deswegen. Ich hoffe, ich belästige euch nicht. Dürfte ich vielleicht mit euch sprechen? So, Level 9 haben wir erreicht. Es geht das Gerücht um, dass ein alter, narbiger Wolf in Entfernung seines Rudels gesehen wurde. Nämlich gegenüber dem Wolfsbau an der Straße nördlich von meinem Hof. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich denke, dieser alte Wolf ist der Leitwolf des Rudels, der aus irgendeinem Grund verbannt wurde. Ich glaube, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Dodaka. Mein Nachbar Jupp Kleinbau ist ein echter Hobbit-Kavalier und ich habe den Verdacht, ein Bewunderer von mir. Ich habe ihm dummerweise von den Wölfen erzählt und er hat geschworen, die Sache zu erledigen. Würdet ihr bitte losziehen und Jupp finden, bevor ihn der Wolf findet? Es wäre furchtbar, wenn ihm etwas zustoßen würde. Ja, guck, hier kriegen wir dann nämlich auch einen Speer. Deswegen rüsten wir jetzt den anderen auch gar nicht aus. Jetzt gucken wir mal hier. Gerade im Shop. Da gab es irgendwo... Ich gebe einfach nochmal Reiten ein. Reiten. Rost des Schurken. Nee. Boni, mal gucken. Reisen. Schneller bewegen. Das hört sich doch gut an. Genau, hier 20% Reitgeschwindigkeit für eine Stunde. Können wir uns aber leider noch nicht leisten. Ja, das könnten wir uns leisten. 10 Geschwindigkeit. Machen wir einfach mal. Stellung aufgeben. Das zählt dann auch aufs Pferd dazu. Man mag es nicht glauben. Oh, wir können wieder ein Päckchen öffnen. Was hat sich da jetzt getan? Wir haben ein neues Päckchen bekommen, habe ich irgendwie nur den Eindruck. Ist die jetzt schon ausgeführt oder wo hat er die hingepackt? Da hat er sich hingepackt. So, und damit sind wir jetzt 10% schneller, auch auf dem Pferd. Das heißt, man kann sowohl seine eigene Geschwindigkeit als auch die des Pferdes noch zusätzlich steigern und kann damit auf, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, 30, wenn nicht sogar 40% kommen. Und das Pferd an sich ist ja auch schon, hat ja auch schon eine deutliche Geschwindigkeit. Im Gegensatz zum normalen Laufen. Hier 62% schneller. Wenn man da jetzt noch die 10% und die anderen 30% draufpackt, sind wir bei 102%. Naja, nicht ganz, bei 92%, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Boni, der dann aus den 10 Laufgeschwindigkeiten auch nochmal 20 macht oder so. Genau, so. Was benötigt ihr?
Dora hatte Angst um mich? Ist das wahr? Vielleicht hat sie mich doch ein wenig gern. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte selbst etwas Angst vor dem, was passieren könnte, wenn der Wolf hier auftauchen würde. Ich war sicher, dass man einmal mit Kyla vielleicht die Bestie aus ihrem Versteck locken würde. Nun ja, vielleicht war der Geruch des Kyla-Fleisches nicht stark genug. Ich werde hier sauber machen, dann können wir zusammen zu Dora gehen. Ja, fortfahren. Oh, ich glaube, ich sollte den Köder beseitigen. Ich Ärmster, was tue ich bloß? Der Geruch ist wirklich schrecklich. Narbiger Leitwolf. Oh nein! Netter kleiner Wolf. Hilfe! Ja, mit dem kommen wir doch auch gleich mal zur Hilfe. So. Hauen dem mal ordentlich auf die Benutzel und haben dann auch schon direkt gewonnen. Zu zweit geht einfach alles besser. So, hurra! Ja, vielen Dank. Dora wird sich jetzt sicher mit mir verabreden, nachdem diese Kreatur erledigt ist. Ah, den Schimpfwort-Filter habe ich noch an, fällt mir gerade auf. So, leider wird der Satz jetzt nicht verändert. Genau, sonst hätten wir, ich weiß gar nicht mehr, was sagt er denn da ursprünglich? Nachdem diese widerliche Kreatur oder so, oder schreckliche, oder irgendwas in der Richtung wird er gesagt haben, was dem Spiel nicht gefällt. Wir können übrigens auch wieder reiten. Das hat er da jetzt rausgefiltert und so würde das dann aussehen. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber es geht mir echt immer so, spätestens da fällt mir dann noch ein, ach, ich habe da ja noch so einen Schimpfwortfilter drinne. Den sollte ich vielleicht mal rausnehmen. Genau. So, dann wären wir nämlich hier in Wegscheid auch schon wieder fertig. Quasi. Da ist hier wieder ein neugieriger Hobbit, an dem wir vorbeigelaufen sind. Und wir sehen, es gibt hier eigentlich keine weiteren Quests, bis auf den... Bitte lasst mich mit meinem Kummer allein. Ach, wieso? Wir haben ihn noch gerettet. Ihr habt Jupp gerettet, Dodaka? Dem Himmel sei Dank. Ich wusste, dass ein alter Wolf gegen euch keine Chance haben würde. Aber das wäre bei dem armen Herrn Kleinbau sicher anders gewesen. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich seine Einladung zum Essen annehmen werde oder nicht. Ja, er kam direkt hierher, um mich zu fragen, noch bevor ihr zurück wart. Was? Der ist schneller gelaufen zu Fuß, als ich mit dem Pferd? Muss ich mir doch mal Gedanken drüber machen. So. Es wäre 35% Rüstung. Und das wäre das gleiche, nur mit ein wenig mehr Schaden und nicht grün. Und ein bisschen mehr DPS. Was machen wir? Ich denke, wir nehmen das hier. Ist nämlich 10% mehr Rüstung. Jetzt kann ich das wieder suchen. Da. So. Und damit wären wir hier in Wegscheid fertig. Da wir aber auch schon Level 9 geworden sind, reiten wir doch gerade mal zurück. Und sprechen nochmal mit unserem Ausbilder. Was haben wir denn hier noch für Aufgaben? Auenland nach Pre. Ja, das heißt, wir könnten jetzt zwar hier in dem Hof daneben uns, der hier gleich rechts kommt, hier würde es zu diesem Hof gehen. Da gibt es ein paar kleine Minispiele, wo man Hühner ihre Eier klauen muss, ohne vom Hahn erwischt zu werden. Und all sowas. Aber das sind wirklich Minispiele. Ich glaube, die machen wir jetzt nicht unbedingt. Mal gucken, wir sprechen mal mit ihr. Haben wir schon irgendwas zum Ausrüsten? Nein. Ach, jetzt ist er abgestiegen. Naja, wurscht. Wir wollten eh hier zum Ausbilder. Und danach schauen wir mal bei Lobelia vorbei. Ich denke, das schaffen wir alles noch gerade so in der Zeit. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Nichts Neues. Wann gibt's denn hier mal was Neues? Gucken wir mal nach. Bei 10 gibt es was Neues. Und hier bei 12? Echt bei 12?
Schaut so aus. Also, bei 10 und 12 merken wir uns das. Hier gibt's nicht nochmal, doch bei 10 nochmal was. Oh, da gibt's ja viel bei 10. Uiuiui. Ja, das heißt, wir versuchen, so gut oder so schnell es geht, noch Level 10 zu werden. Und, wir... Ach genau, das... Oder haben wir den schon? Nee, wir haben den noch bei den Bingenfeldern. Deswegen gehen wir hier gerade mal noch zu diesem Markstein. Und sagen ihm, ey, wir wollen hier hin. Genau. Binden, binden, schwupp. So, und dann können wir auch schon wieder zurücklaufen und mal schauen. Vielleicht haben wir ja sogar schon die Möglichkeit, nach Michelbinge zu reiten. Wer weiß, weil das Pferd ist zumindest, nach Hobbing natürlich, das Pferd ist schon mal abgebildet. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben. Nee, haben sie nicht geändert. Also man kann da nicht hinreisen. Oder noch nicht, erst wenn wir es entdeckt haben. Und dann machen wir uns mal dorthin gehend auf den Weg. Das wird jetzt auch wieder eine etwas, ja, längere Reise. Aber das schaffen wir schon. Hier unten hat sich jetzt auch, wie ihr seht, das Bild verändert. Wir würden jetzt also immer, wenn wir da drauf klicken, nach Michelbinge zurückporten. Und hätten einen Cooldown von einer Stunde. Das kann man auch wieder im Shop sich abkürzen lassen. Finde ich alles immer sehr, sehr schön. Reiten wir doch mal so. So ist doch auch mal interessant. Oder so. Können wir uns nämlich noch den Mond angucken. Und die Sterne, die bewegen sich auch, wenn man mal auf den Mond guckt. Sieht man, dass er sich ganz leicht bewegt und wieder Richtung Morgen geht. Wir haben jetzt nämlich schon Mitternacht und wenn nicht sogar schon vorbei. Hinten wird schon wieder ein wenig heller. Und ja, jetzt sind wir hier im Tuckland. Und rechts von uns liegt Buckelstadt und links von uns Hobbingen. Und da sehen wir schon, wir müssen zum Bühl, zu Lobelia Sackheim-Beutlin, die sich ja den Bühl unter den Nagel gerissen hat, nachdem erst Bilbo verschwunden ist und nun auch Frodo auf seine Reise aufgebrochen ist. Das wollte sie ja schon immer haben, weil sie ja darauf hofft, dass Bilbo irgendwo irgendwelche Schätze noch zurückgelassen hat. Und jetzt sind wir hier in Hobbingen und sprechen mit Bogo Pausbacken und könnten dann für 80 Kupfer zurück nach Michelbinge reiten. Genau. Da wir aber auf dem Pferd sitzen, geht das nicht. Wunderschönes Wasser, ne? Stadtbewohner. Ein bisschen schneller. So. Genau, dann haben wir hier noch einen kleinen Hof. Das war übrigens Sandigmanns Mühle, die wir da eben gesehen haben. Und hier wohnt der gute Oom Kamchi, der auch nochmal eine Aufgabe für uns hat. Ich muss mit euch sprechen. Ihr seid neu, nicht wahr? Hier gibt es Arbeit, aber ich selbst kann sie nicht erledigen. Ich sollte drüben in Beutelsend den Garten pflegen, aber der Herr Lotho, der sagt, er und seine Mutter bedürften meiner Dienste nicht mehr. Ja, wo ich das Land schon für den Herrn Bilbo und den Herrn Frodo bearbeitet habe. Die Äpfel im Obstgarten werden auf der Erde verfaulen, wenn sie niemand aufsammelt. Warum macht ihr euch nicht dahin auf und sammelt die einen, die noch gut sind? Die Sackheim-Beutlins, die wollen vielleicht keine einfachen Leute wie unserer eins auf ihrem Land, aber viel können sie nicht tun, oder? Der Obstgarten liegt gleich da, den Hügel hinauf, im Nordwesten. Genau. Die machen wir dann auch beim nächsten Mal, die Aufgabe. Und, weil wir kommen jetzt hier gleich zum Schluss. Wir reden gerade noch mit Lobelio und dann müssen wir auch schon Schluss machen.
hier geht es dann zum Festbaum. Und hier oben geht es dann zu Lobelia. Und schaffen wir es? Wir schaffen hier gerade noch, passen hier gerade noch so durch. Und ja, leider ist die Zeit jetzt doch schon rum und wir sprechen dann beim nächsten Mal mit Lobelia und schauen, was sie uns zu sagen hat über den Brief. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss!